Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ja, wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Eine neue Aufnahmesession hat gestartet. Und wir haben das letzte Mal schon unser erstes Haus renoviert. Ich glaube, das war das erste Haus, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, muss es das erste Haus gewesen sein. Genau, wir haben unser erstes Haus renoviert und verkauft und haben somit den ersten Profit rausgeschlagen. Ich glaube, das waren 9.000 irgendwas, ich weiß gar nicht, wie viel. Genau, 9.296,51 Euro haben wir einen Profit rausgeschlagen. Und ja, von daher haben wir es jetzt endlich renoviert. Ja, komischerweise sehen die Bilder immer noch so komisch aus, aber vielleicht kann man das Ganze irgendwie noch ändern. Also vielleicht kann man, also vielleicht muss man das sogar ändern irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, wir machen weiter mit dem nächsten Haus, und zwar ist es ein verbranntes Haus. Ein verbranntes Haus, was anscheinend... Ja, wo es anscheinend gebrannt zu haben scheint. Und das wird momentan verkauft für einen Preis von 30.573,39 Euro. Und hat eine Innenfläche von 36,94 Quadratmeter. Und eine Gesamtgrundstücksfläche von 909,69 Quadratmeter. Eine Etage, also quasi keine weiteren Stockwerke vorhanden, kein Bunker, nichts. Verkaufe Haus zur Renovierung. In diesem Haus gab es einen Brand, doch das Haus hat nicht sonderlich viel darunter gelitten. Seinen Zustand beurteile ich als gut. Im Haus befinden sich zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Hier haben wir auf jeden Fall schon, ja, hier haben wir ein paar Bilderchen, wie es innen drin aussieht. Ja, ziemlich verschmutzt, ziemlich verdreckt. Es muss auf jeden Fall renoviert werden, also... Kaufen das Haus und fangen erstmal an zu renovieren. Hui, es sieht alles ein bisschen bläulich aus da drin, aber gut. So, diese Hausfassade, die Hausfassade müssten wir auch mal reinigen, glaube ich. Können wir das Dach hier reinigen? Ja, es geht sogar, sehr schön. So. Okay. Wenn wir hier draußen mal anfangen zu reinigen, wir werden auf jeden Fall das Haus vielleicht mit neuen mit neuen Wandplaketten oder sowas machen. Wie heißt das? Yeah. Come on, Shop. So, Wände, genau, mit Wandpaneelen meine ich, mit Wandpaneelen. Wir werden neue Wandpaneele draufklatschen, weil das sieht auch nicht mehr schön aus da von außen, was ich so sehe. Es hat, die Außenfassade hat ziemlich gelitten unter einem Brand und muss auf jeden Fall auf den neuesten Stand gebracht werden. So. Gut, dann schauen wir mal, was können wir denn da alles wegschmeißen an Dingen. Wir können auf jeden Fall viel verbranntes Zeug wegschmeißen, viel verbranntes Unkraut. So. Alles mal weg da, was schon verbrannt ist, vertrocknet ist, was auch immer. So, ich werde mir wahrscheinlich Ende Oktober, werde ich mir wahrscheinlich endlich das Garten-DLC holen, schätze ich mal. Weil dann können wir hier vielleicht auch den Rasen ein bisschen aufpeppen. So, das können wir auch verkaufen, also wegschmeißen, so. Haben wir sonst noch irgendwo was? Hoffe nicht. So, das da, erstmal alles weg, so, muss ja alles schön sein hier draußen, so, ich schaue mal wieder, dass ich durch die Map
so den Außendreck so ziemlich gut erledigen kann. Dass alles hier weg ist. So. Und dann haben wir hier noch Dreck von außen. So, sehr gut. Das scheint mir das Badezimmer zu sein hier, oder? Nein. Nee, das ist das Wohnzimmer. Hoppala. So, okay. Gut. Gehen wir mal rein. Huiuiuiui. Da ist aber ordentlich viel Müll, ne? Also ordentlich viel Müll. So, wir werden erstmal die Fenster reinigen. Dass wir das hier auch mal haben. Das machen wir als allererstes mal, die Fenster reinigen. Ich weiß, sowas sollte man eigentlich immer erst zum Schluss machen. Aber das ist so das, was eigentlich am schnellsten geht. Von allen. Das ist eigentlich das, was am schnellsten geht. So. Hier auch noch. So. Passt. Okay. Sehr gut. Die können wir eigentlich so stehen lassen. Die, ne, die Kleiderhaken. Das passt schon. So. Jetzt machen wir hier erstmal die Decke wieder sauber. Hat nämlich auch ein bisschen gelitten, aber gut, das kann man jetzt schnell reinigen. Die Lampe hier sollten wir austauschen. Jawohl. Funktioniert. Die Couch. Die Couch. Sollte auf jeden Fall auch gereinigt werden. Und entsorgt werden. Vielmehr. Die sollte auf jeden Fall entsorgt werden. Und da kommt auf jeden Fall gleich mal wieder eine neue Heizung hin. Aber zuerst mal die Couch weg. So. Da haben wir eine kaputte Steckdose. Können wir auch gleich wieder neu machen. Dass das auch wieder erledigt ist. So. Sehr schön. Machen wir jetzt da wieder zu. So, passt. Die Heizung. Kommt dahin natürlich. So, machen wir dann eine Heizung dran. So, passt. Der Boden sollte auf jeden Fall... Ja, der Kasten muss auf jeden Fall auch weg. Was war denn das für ein Kasten nochmal? Schrank. Das war der. Das muss der Kasten gewesen sein. Den machen wir in schwarz. Genau, den machen wir in schwarz. Stellen ihn da in schwarz wieder hin. So. Zack. Wunderbar. Steht wieder ein neuer Schrank. So. Die Tür hier. Die gehört auf jeden Fall auch erneuert. Das sehe ich jetzt schon wieder. Allerdings sollte die vielleicht einen Türklopfer haben, weil ich glaube, das ist so eine typische Eingangstür halt. Türen, so, machen wir da einen Klopfer rein. So, nochmal. Nein. So. Machen wir da einen Klopfer dazu. So. Passt. Da müssen wir dann auch noch streichen. Okay. Gut, ich würde mal sagen, hier streichen wir auf jeden Fall mal weiß. Ich glaube, das eignet sich ganz besonders gut. Weiß ist auch immer eine schöne Farbe. Eine neutrale Farbe vor allem. Die gefällt jedem. Oder sollte jedem gefallen. Von da an werden wir da auf jeden Fall in weiß streichen. So. Passt. So, aber zuerst mal machen wir den Boden hier klar.
Der Fußboden, Fußbodenlaminat. Mach mal da Mahagoni vielleicht am besten, weil das war vorher auch schon zu dunkel. Machen wir hier Mahagoni. So, passt. Das sieht doch schon mal fein aus. Gut, wo stellen wir denn das Sofa hin? Das Sofa, was hier vorher stand. Möbel, Sofas, das muss das Sofa gewesen sein. So. Das kommt am besten wieder dahin, wo es vorher stand. Da machen wir wieder so einen typischen kleinen stummen Diener hin, wie es so schön heißt, ein stummer Diener. Das muss, glaube ich, das da gewesen sein, so in der Richtung. Oder was sowas, ich weiß es gar nicht. Irgendwie ein stummer Diener auf jeden Fall. Ah, nee, der ist zu klein. Das ist zu klein, das ist eher nur so ein Nachtschränkchen. Was ist mit dem Teil hier? Das passt doch. Das passt. Das können wir da hinstellen. So, dann haben wir da einen stummen Diener. Mit Schubladen. So, gut. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf zur Farbe. Die Farbe soll natürlich weiß sein, so wie ich es vorher gesagt habe. Dann passt das hier wieder, dann ist alles wieder schön. So. Aha, müssen wir schon nachfüllen. Sehr gut. So. Hier noch. So. Uiuiui, das geht recht schnell leer hier. Das geht recht schnell leer. So. Passt. Sehr gut. Fenster müssen natürlich auch gemacht werden, so wie üblich. Dass die Fenster auch wieder schön weiß sind. So. Hier noch, da oben. Muss ja alles korrekt sein. So. Perfekt. Ich finde es schön, ich finde ja weiß immer eine schöne Farbe. So. Na, so. Jetzt bin ich wieder unten. So. Wieso schaffe ich es nie, beide Innenflächen gleichzeitig zu streichen? Das verwundert mich irgendwie. Oder muss man die einzeln streichen? Ich weiß es nicht. Irgendwie schaffe ich es nie, die beiden Innenflächen, also diesen dünnen Streifen und den dicken, gleichzeitig zu streichen. Das ist sehr merkwürdig. So. Schaffen wir es noch? Scheiße, das wird sich nicht mehr ausgehen. Nein, geht sich nicht mehr aus. Fuck! Ah, ich wünsche mir immer so sehr, dass es mit einem Eimer ausgeht, aber nö, funktioniert leider nicht. Nein, nicht verkaufen. Das da will ich haben. So. Dass wir hier nicht, weißt du schon. So. Ach nee, Moment. Die Tür müssen wir auch noch machen. Die Tür hier. Dann passt das nämlich wieder. Dann ist hier alles schön weiß. So, genau. So. Passt schon. So, okay. Dann haben wir das hier auf jeden Fall mal erledigt.
Da kommt auf jeden Fall mal wieder eine neue Tür rein. Und zwar kommt da diesmal eine Mahagoni-Tür rein. Also so eine Mahagoni-braune Tür. So. Passt. So, wie sieht's da aus? Hier muss auf jeden Fall ein neuer Boden rein. Das sehe ich jetzt schon. Da kommt ein neuer Boden rein. Den Stuhl können wir auch schon wegschmeißen. Der ist eigentlich auch nicht mehr wirklich optimal. Dann stellen wir erstmal dahin. So. Dass ich dann später noch weiß, was das für ein Stuhl war, den wir hier kaufen müssen. So. Passt. Haben wir das auch. Da ist wieder eine kaputte Steckdose. So. Einer mit. Einer mit. Einer mit. Alles zu. Festzurren. Und perfekt. So, haben wir noch irgendwo eine. Da. Da ist noch eine alte Steckdose. So. Passt. Rein damit. Passt. So. Das hier dürfte anscheinend so ein typisches Bett sein. Möbel, Betten. So, was ist denn das da? Das muss es gewesen sein, genau. Das machen wir allerdings so. Ah. Machen wir das. So, glaube ich, passt das. So. Ah, okay. Wenn wir das erstmal verkaufen. So. So. Und dann noch Anschlüsse, eine Heizung, bitteschön. Eine Heizung muss auch wieder dran. So. Den Boden. Da bin ich mir jetzt unsicher, wie ich den Boden machen soll. Da weiß ich halt nicht, wie ich den Boden machen soll. Moment. Passt. So, der Sessel. Dieser Sessel, wo gab's den denn? Stühle. Nein, da war er nicht. Sessel. Da war er, genau. Das ist so ein Teil. Das ist so ein Teil. Stellen wir das dahin. Der kommt weg. Und dieser Sessel. Den stellen wir dann am besten hier hin. Würde ich mal sagen. So. Passt. Die Fenster. So. Fenster Nummer 1 ist fertig. Fenster Nummer 2. Wunderbar. Und Fenster Nummer 3. Jo! So, sonst haben wir nirgendwo ein Fenster, ne? Nein. Gut, da oben gehört noch gereinigt. Das sehe ich. Dann haben wir hier noch eine Lampe, die befestigt werden muss. Gut. Und die Wände, glaube ich, waren vorher auch in weiß. Das heißt, dann können wir gleich mal wieder unseren weißen Eimer hernehmen. Und können den da mitnehmen. So, wird sich allerdings auch wieder nicht ausgehen mit einem Eimer. Schätze ich mal. So. So wie ich das kenne, geht sich das mit einem Eimer wieder nicht aus. So. So, ne? Ich mache hier erstmal die Wände, bevor ich dann die Fenster mache. Also nicht wundern.
Ich mache die Fenster dann eh noch später.